Einen wunderschönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem heutigen Bayernligaspiel unserer Passau Blackhawks gegen den HC Landsberg. Zu meiner Rechten Randy Neal, Coach unserer Gäste. Zu meiner Linken Ivan Horak, Trainer Passau Blackhawks. Wie immer der Dank, bevor es losgeht, an unseren Caterers Agropolis Athen. Vielen Dank für die gute Bewirtung heute. Und dann starten wir auch gleich. Randy, ihr seid gekommen mit dezimiertem Kader, 8 verletzte Spieler. Am Schluss in Verlängerung knapp gewonnen. Dein Fazit? Servus beieinander. Ich freue mich wieder in Passau zu sein. Scheinbar habe ich das Glück oder irgendwas, dass seit ich bin dabei, sogar mit Bertholz damals, holen wir immer Punkte in Passau. Das ist vielleicht ein Omen oder was weiß ich. Ich weiß auch nicht. Aber zum Spiel heute ist auch klar, wir haben sehr viele Verletzte und nicht plus irgendwelche. Wir haben sind absolut Leistungsträger und da haben wir am Freitag ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und heute wir haben das wieder Stürmer ein bisschen umgeändert, dass wir haben ein bisschen Balance drin und wir wollten wirklich trotzdem versuchen Druck zu machen und trotzdem versuchen in den ersten zwei Drittel vielleicht in Führung zu gehen und dass wir konnten es ein bisschen unterhalten. War nicht der Fall, wir haben nebenbei zu viel Strafen genommen. Es ist immer ein Spiel, wenn der Schiri fällt kleinlich, dann müssen wir reagieren. Und trotzdem, das habe ich was in der Kabine gesagt, dass wir müssen aufpassen. Wir sind trotzdem in 3x3 gegen 5 warmer. Und ich muss sagen, ich glaube, das war eigentlich das Entscheidende. Wir haben keine Tore gefressen beim 3 gegen 5. Durch kämpferische Leistung und Glück geradezu ist es auch klar beim 3 gegen 5. Der Gegner hat ein paar sehr gute Chancen gehabt und es ist vielleicht das war das Spielentscheidende im dritten Drittel, der 5 gegen 3, wo da waren zwei sehr gute Chancen in Führung zu gehen. Es ist anders gehupt, die Scheibe, zu unser Glück. Das gehört auch noch dazu und dann zum Schluss gehen wir trotzdem in Führung und dann ein geistiger Fehler von einem Spieler von mir, dann der Feinschlag war es unentschieden wieder. Aber dann die Jungs haben sich zusammengerafft, muss ich sagen, Respekt für eine kleine Truppe, zwei Jugendspieler dabei, voll Einsatz. Für uns zwei glückliche, aber sehr wichtige Punkte gegen einen sehr guten Gegner, muss ich schon sagen. Ich meine, am Ende hat es jetzt knapp nicht gereicht. Der Randy hat schon gesagt, ich denke, am Ende haben wohl die Special Teams einen Unterschied gemacht. So, guten Abend. Also, das in Eishockey ist ein Gesetz oder Regel, wenn spielt Mannschaft wie heute unsere Mannschaft, also ungefähr 5 Minuten oder 4,5 Minuten, 5 gegen 3, schießt kein Tor, auch wenn wir haben ein bisschen Pech gehabt, ja. Aber dann, die Mannschaft gewinnt nicht dieses Spiel. Das hat sich heute gezeigt. Und auch der Randy hat gesagt, er hat viele Verletzte. Und trotzdem der Mannschaft aus Landsberg war gut genug. Der hat auf unsere Fehler gemacht, gewartet. Und so viele Fehler, was wir haben heute von unserer Mannschaft gesehen, individuelle Fehler, die haben das knallhart ausgenutzt. Und naja, Überzahl allgemein heute war gar nichts. Wir haben ein Tor bei Überzahl geschossen. Der Landsberg nimmt drei Tore, ja, und das war der Unterschied. Und einfach der Landsberg war clever. Wenn wir haben nicht den Reschi heute im Tor, sieht ganz schlecht aus. Ja, der hat viel sehr, sehr gut gehalten. Und zum dieser letzte Tor, dieses Verlängerungstor, war drin oder nicht drin, ist jetzt sowieso egal. Ich muss mich fragen, warum ist das so weit gekommen? Weil wir haben so viele Chancen gehabt. Gut rausgespielt, wir haben das nicht ausgenutzt und dann müssen wir einfach bestrafen. Also zum Schluss, ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen heute nach diesem Spielablauf mit diesem einen Punkt zufrieden sein. Aaron, das wird natürlich im ganzen Stadion diskutiert. War er drin oder war er nicht drin? Ja, von meinem Winkel, ich bin ja, fest überzeugt, kann mir jeder sagen. Aber ich glaube, der war schon drin. Es war mehr auf dem Eishockey, geht es der Winkel an die hinteren Pfosten. Jemand hat gesagt, es ist eine Kamera irgendwo, das hat mich auch interessieren. Ja. Ist auf noch ein Zimmer, ja, es ist klar drin und nicht drin. Habe ich gerade vorher gesagt, habe ich ein NHL-Spiel geschaut
Und ich habe nicht gesehen, dass das Tor war drin. Und das ist eine Torkamera, das sind sämtliche Kameras. Und haben das von der vierten Winkel, dann haben wir das gesehen, es ist wahr drin. Manchmal ist es schwierig. Es passiert manchmal, ist es drin, ist es nicht drin. Ich rede viel von Glückheit. Heute haben wir das Glück gehabt, am Freitag haben wir es nicht gehabt. Der Eishockey-Gott ist gekommen heute zu mir und zu meiner Mannschaft und da bin ich froh. Eure verletzten Spieler, insbesondere Slavicek, wann kommt er wieder? Wie sieht es da generell aus? Mit Bobby wird es. Das muss man schauen. Erst ich bin ihm heimgeschickt in der Tschechei und der lässt es da auch nachschauen. Ich schätze, dass ich werde ihm nächste Woche gegen Dorfen pausieren. Das haben wir vor dem Spiel heute habe ich mit ein paar diskutiert und ich habe gesagt, ich glaube, ich lasse ihn absichtlich spielen. Der Kevin Markus Leistungszerrung werde ich ihm auch pausieren. Dennis, mein Bruder, der war in China, jetzt ist er heute geflogen, anschließend gleich nach Mexiko. So der wird in Dorfen auch fehlen. Marcel Juhatz, der kommt zurück am Dienstag. Ich habe nicht so viel, das ist ein Wahnsinn. Mein Torwart, der Schädelbauer, der hat auch Leistungszerrung. Da werde ich ihm auch pausieren gegen Dorfen. So ich werde versuchen, so viel wie möglich. Der Kerber Stefan, das hat gespielt, in der 28. der Reuter Mika. Auch angeschlagen werde ich daheim lassen, bis Donnerstag und in der Hoffnung, dass wir können mindestens ein paar Leute zusammenbringen. Aber Hut ab zu Landsberg und der Nachwuchsarbeit. Ich habe zwei junge Spieler dabei gehabt, die haben am Freitag und am Samstag gespielt, voll. Und haben heute ein tolles Leistung gebracht, muss ich schon sagen. Gutes Druck ausgeübt. Und das ist. Das ist positiv in Landsberg, das ist eine gute Nachwuchsarbeit und wir können zurückgreifen auf solche Leute und das sind nicht einfach Mitläufer, die machen Druck und spielen meine Systeme eigentlich sehr gut. Ivan, wir haben nächste Woche kein Heimspiel nicht. Es ist nur am Freitag, Sonntag ist dann Pause, Länderspielpause. Wir spielen in Peißenberg. Kurzer Ausblick, wie schaut es ja bei uns aus? Stehen vielleicht auch wieder Spieler vor der Rückkehr, insbesondere Simon Schiesel? Also wir haben praktisch noch, also wir müssen als erstes dieses Spiel bearbeiten und dann der Simon, das ist praktisch voll im Training schon letzte Woche und sieht so aus, dass der spielt schon am Freitag in Peißenberg, ja. Und jetzt vielleicht über der Patrick weiter. Ich habe heute mit Arzt, mit Achim geredet. Also wenn läuft alles gut mit Patrick, sind ungefähr 4-6 Wochen aus dem Betrieb, aber wir haben einen guten Ersatz. Der Reschi hat auch in Dorfen gut gehalten, auch wenn diese Ärgernis sieht nicht so gut aus, aber er hat seine Leistung. War sehr gut, heute auch. Also momentan keine anderen sind verletzt. Simon geht zurück, nächste Woche in Aufstellung. Und wir müssen das, wie ich habe schon gesagt, bearbeiten, dieses Spiel. Oder das ganze Wochenende und dann. Wir müssen versuchen, auch in Peißenberg die bessere Leistung zu bringen als heute oder am Freitag. Also ich rede jetzt im Kopf, wir müssen besser sein. Weil wenn ich zum Beispiel heute sehe, wir haben dieses vierte Tor, dieses Führungstor geschossen, so ungefähr 5 Minuten vor dem Schluss oder so, oder 6 Minuten so ungefähr. 8 Minuten. Oder 8 Minuten, ja. Und dann auf einmal wieder die Leute, die haben quer und kreuz gelaufen. Niemand hat seine Position gespielt, nicht gehalten und dann ist es so weit gekommen. Dankeschön. Gibt es Fragen an einen der beiden Coaches? Günther, bitte. Sie haben vorhin gesagt, dass unser Übertalspiel heute nicht gut war. Ich muss Sie da korrigieren, das ist generell nicht gut. Und gerade heute haben wir es deutlich gesehen. Wir haben 3x5:3 gespielt und waren da schlechter als 5x5. Gibt es da irgendeine Erklärung dafür und kann man das nicht trainieren, dass das ein bisschen ein erstes Thema das Ganze? Also Sie meinen das Überzahl konkret, ja? Also Überzahltraining, das ist praktisch immer am Donnerstag, dieses Abschlusstraining vor diesem Wochenende. Wir üben das regelmäßig, jede Donnerstag bei diesem Training, letzte Training. Und ja, letzte Zeit das läuft nicht, aber wir haben auch
die Spiele gehabt, wir haben auch die Tore geschossen. Ja? Und wenn ich nehme diese Überzahl 5 gegen 3, das war zweite Drittel, wir haben, ich denke, zweimal Pfosten geschossen, wir haben gute Chancen rausgearbeitet, aber das irgendwie geht nicht jede Scheibe rein ins Tor. Ja? Und ich weiß, war schlecht, total schlecht heute. Ja? Aber wir üben das regelmäßig, das ist nicht so, wir machen kein Training oder so, kein Überzahltraining. Vielleicht war unser Problem heute mehr als Überzahl, auch der Unterzahl. Die haben die 3 Tore geschossen bei unserem Unterzahlspiel. Ja. Das war auch der Knackpunkt heute. Ja. Ja, wir waren. Kann man da nicht ein gewisses System einmal trainieren, dass man 5 gegen 3 ein Tor schießt? Da muss man doch einmal ein System trainieren. Ich habe das jetzt gesagt. Ein gewisses System. Ich habe das jetzt gesagt, wir üben da, wir haben das System. Aber also eine gewisse Aufstellung meine ich, bei 5 gegen 3. Ich habe gesagt, wir üben das jede Donnerstag. Ich stelle mir zum Beispiel vor, dass man bei 5 gegen 3 links und rechts vom Torwart 2 Mann platziert. Links und rechts, einen Meter oder 2 Meter neben dem Torwart. Dann sind da immer 3 übrig. Und der Gegner muss aber die 2 decken. Der muss die 2 decken, da bleibt nur einer übrig, 4 draußen. Ach so, stellen wir hier 5-3 vor. 5 gegen 3, ja. Wir wollen das machen, dass wir schießen viele von blauer Linie die Scheiben. Ja. Das ist einfach für gegen 4 Tore zu schießen. Und Rami, kannst du mich das heute zur Zeit, wenn Torwart hat freie Sicht, schießt jemand von blauer Linie ein Tor? Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Es ist einfacher, 5 gegen 4 ein Tor zu schießen, denn 5 gegen 3. 5 gegen 3 bleibt jeder. Wir machen es auch so, kompakt. Du gehst nicht aus das Ding raus, du bleibst drin. Ist es schwerer, 5 gegen 3 Tore zu schießen, als 5 gegen 4? 5 gegen 4, die Leute sind eher bereit, auseinanderzugehen. Ihr habt es aber auch gut gemacht. Wir haben kein 5 gegen 3 gehabt. Du musst uns ein 5 gegen 3 sehen. Also ich glaub, die beiden Coaches sind sich einig. Und es ist ja wie so oft im Sport, wenn man als Außenstehender das sieht. Ja. Heute waren 791 Trainer da. Ja, genau. Jeder hat eine andere Idee, wie wir spielen sollten. Ich glaube, wir sind uns einig, das was der Julian gesagt hat, er ist nicht zufrieden mit dem Spiel. Und das hat heute nicht sein sollen. Man, das ist jetzt müßig, glaube ich. Jeder hat eine andere Meinung, jeder weiß besser. Aber das ist, glaube ich, am Samstag am Fußballplatz dasselbe wie am Freitag und am Sonntag im Eisstadion. Aber seit Jahren schießen wir 5 gegen 3 kein Tor. Seit Jahren. Also ich glaube, an der Stelle machen wir dann Schluss, weil die Diskussionen bringen uns nicht weiter. Wir haben die ersten Spiele überragende Powerplay-Quote gehabt. Wir haben Spiele gehabt beim 6-4. Dann gegen Moosburg, da haben wir 4-mal getroffen. Wir haben gegen Füssen. Jetzt hat es heute nicht geklappt. Das erste Tor war übrigens auch ein Überzahltor. Nochmal, lass es gut sein, weil jetzt sich da auf irgendwas einzuschießen, glaube ich, ist völlig falsch. Und wenn einer der Meinung ist, er kann das besser, schickt zur Bewerbung als Trainer. Und dann schauen wir weiter. Ansonsten wünsche ich euch. Was darfst du Schein machen? Achso, ein Trainerschein. Also Trainerschein machen und dann Bewerbung bis geschickt, dann machen wir es nicht. Randy, kriegst danke. Kriegst nicht geschenkt. Ja, das ist nicht einfach. Du, die Leute da reißen seinen Arsch auf. Wir haben es 3-mal in der Woche Training. Er sitzt da und analysiert das Video stundenlang. Es klappt das, wird mit der Mannschaft besprochen, davor, danach. Also wer da meint, das ist irgendwie so ein bisschen diridari. Prinzipiell ist das gleich mal komplett falsch. Nochmal zum diese 5 gegen 3 Überzahl. Ich habe hier in Passau tschechische Fernseher, Übersatzanlage. Ich kann jeden Tag anschauen, diese NHL-Spiele und so weiter. Und zum Beispiel gestern habe ich Las Vegas gesehen, gegen den Auswärts gewonnen. Und diese Heimmannschaft, die hat auch gespielt, 5 gegen 3, so ungefähr wie wir heute. Die haben auch kein Tor geschossen. Ja, das Spiel habe ich auch gesehen. Ja. Von diesen besten Spielern aus der ganzen Welt, die haben auch nicht gestanden auf rechte oder auf linke Seite. Die waren 2 Leute vorne und die haben nur geschossen, aber die haben auch der Pech gehabt. Also das ist keine Ausrede. Wie hat Randy hat gesagt, 5 gegen 3, wenn schießt du kein Tor, bist du der Dumme. Ja? Aber die 3 Leute auf anderer Seite, die haben nichts zum Verlieren. Die haben nichts zum Verlieren. Ist einfach so. Das ist keine Ausrede. Keine Ausrede. Ja, dann geht heute mal wieder
dem Ergebnis noch nicht, aber mit den zwei Protagonisten eine amüsante Pressekonferenz zu Ende. Nach dem Spiel war ich deutlich schlechter drauf wie jetzt nach der Pressekonferenz. Also danke an die zwei Trainer. Danke an euch, dass ihr alle da wart. Wie gesagt, nächste Woche Freitag Heißenberg. Sonntag dann einmal spielfrei. Also ihr dürft euch dann einmal um Familie und Frauen auch kümmern, gerade die Männer in die Runde schaue ich also an. Und dann sehen wir uns die Woche drauf am Freitag wieder und dann geht's weiter. Kommt alle gut heim, bleibt gesund. Und wir sehen uns am 17. spätestens wieder. Servus miteinander.